3 Grad wärmer wird es durchschnittlich in den nächsten 60 Jahren. In der Arktis und im Nordpolarmeer könnten es sogar bis zu 6 Grad werden. Die Folgen: mit zunehmender Erwärmung steigt der Meeresspiegel, Gletscher schmelzen, die Vegetation verändert sich. Gleichzeitig könnten Stürme und Hochwasser häufiger werden. Klima- und Wetteränderungen sind zwar natürliche Prozesse, sie werden jedoch zunehmend von uns Menschen beeinflusst. Das Klima setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, wie Sonne, Luft, Land und Meer. Diese stehen miteinander in Wechselwirkung und bestimmen so das globale Klima. Der Einfluss des Menschen wird dabei immer bedeutender. Kernkompetenz des Hamburger Klimacampus ist die Grundlagenforschung. Am Exzellenzcluster Integrated Climate System Analysis and Prediction, CLICEP, beobachten und analysieren Wissenschaftler Klimaänderungen, entwickeln Vorhersagemodelle und mögliche Zukunftsszenarien. Wir nutzen Klimamodelle, um einerseits Klimadaten zu interpolieren, denn nicht in jedem Fleck der Welt wird Klima vermessen, sondern müssen wissen, was passiert so zwischendrin. Dann nutzen wir Klimamodelle, um das Rekonstruktion der Klimageschichte physikalisch konsistent zu interpretieren. Dann wollen wir auch tatsächlich Klimavorhersagen für die nächsten 10 Jahre zum Beispiel. Wie ändern sich die Wahrscheinlichkeiten des Auftretens von Extremwerten? Und dann schließlich wollen wir auch abschätzen, welche möglichen Klimaänderungen es in der Zukunft geben könnte, gegeben verschiedene Emissionsszenarien durch den Menschen. Die Entwicklung von Klimamodellen und deren Anwendung ist Schwerpunkt der Hamburger Forschung. Partner für die hochkomplexen Berechnungen ist das Deutsche Klimarechenzentrum, gerade mit einem neuen Supercomputer ausgestattet. Mit 144 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde gehört er damit zu den weltweit größten Rechnern. Prognosen zukünftiger Klimaänderungen können nun wesentlich genauer berechnet und mit Hilfe von 3D-Simulationen visualisiert werden. Am Max-Planck-Institut für Meteorologie, ebenfalls an CLICEP beteiligt, untersucht Professor Joachim Marotzke, wie stabil die ozeanische Strömung ist, eine wichtige Klimakomponente. Das Problem ist, dass durch mehr Regen und schmelzendes Eis das Oberflächenwasser künftig weniger salzhaltig sein wird und dann nicht mehr so leicht absinkt. Von daher gibt es die Befürchtung, dass dann diese thermaline Zirkulation schwächer werden könnte oder vielleicht sogar ganz zusammenbrechen könnte. Das ist das Szenario, was übrigens auch dem Katastrophenfilm The Day After Tomorrow zugrunde liegt. Zurzeit stehen erst wenige Daten zur Verfügung. Wir haben jetzt Daten von ungefähr 4 Jahren und wir haben bisher noch keine Veränderung festgestellt. Die Atlantikzirkulation ist stabil, so wie es hier sein sollte. Mit dem Klima verändern sich auch Luftzirkulation und Wind. Wie wirkt sich dies auf unsere Städte aus? Wie müssen die Städte der Zukunft aussehen? Um diese und ähnliche Fragen dreht es sich im Hamburger Windkanal. Weit mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt inzwischen in Städten. Daher befasst sich der Hamburger Exzellenzcluster nicht nur mit dem globalen Klimawandel, es geht auch um die regionalen Effekte. Belüftung durch Wind ist zum Beispiel eine wichtige Komponente für das Stadtklima. Ebenso wie der Kachelofeneffekt durch die Aufheizung der Gebäude, die Emissionen und Ozonbildung. Das alles beeinflusst das Klima in den Städten nachhaltig. Wir entwickeln Szenarien, wie eine Stadt der Zukunft aussehen könnte und versuchen mit unseren numerischen Modellen Zahlen zu liefern, die sagen, wenn eine Stadt so und so angeordnet ist, dann wird das die Temperatur nicht mehr erhöhen oder es wird sie nur noch um 0,5 Grad und nicht mehr 3 Grad erhöhen und die Niederschlagseffekte sind so und so viel. Und innerhalb von nur 50 Jahren entsteht circa die Hälfte einer Stadt völlig neu. Wenn wir jetzt ein Szenario entwickeln, wie die Stadt der Zukunft in 2060 oder so aussehen soll oder 2050, dann hätten wir schon die Möglichkeit, ohne Rille jetzt ganz viel Geld in die Hand nehmen zu müssen, diese Stadt zu erreichen. Das Institut für Bodenkunde der Universität Hamburg. Hier leitet der Juniorprofessor Lars Kutzbach eine eigene Nachwuchsforschungsgruppe. Für CLICEP untersucht er klimarelevante Prozesse in Permafrostgebieten, zum Beispiel im Lena-Delta in Sibirien. Da also gerade in der Arktis ja wir eine sehr starke Erwärmung in den letzten 100 Jahren seit der Industrialisierung beobachtet haben, interessiert uns, was passiert mit dem Kohlenstoff, der in diesen Permafrostsedimenten gespeichert ist. Wenn der jetzt also durch Auftauen des Permafrostes frei würde, liegt der Gedanke nahe, dass dieser Kohlenstoff als CO2 oder Methan, was Treibhausgase sind, freigesetzt werden, was wiederum eine weitere Klimaerwärmung bewirken würde. CLICEP beschäftigt sich auch mit den gesellschaftlichen Aspekten der Klimaforschung. Professor Anita Engels ist Soziologin. Mit ihrer Doktorandengruppe, zu der auch Juristen und Politikwissenschaftler gehören, analysiert sie die Voraussetzungen für eine klimafreundliche Zukunft.
Sie können zum einen den Bürgerinnen und Bürgern das aufbürden als moralische Verantwortung, in jeder einzelnen Kaufentscheidung zu reflektieren, schade ich jetzt dem Klima, indem ich CO2 ausstoße durch mein Produkt, was ich hier kaufe oder nicht. Wir untersuchen die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür, dass Unternehmen, die den Großteil der CO2-Emissionen hervorrufen, in ihre ganz langfristigen Innovationszyklen das in die Rechnung mit einbeziehen. CO2 bekommt einen Preis und wird so für die Unternehmen zu einem Kostenfaktor. Die umfassende Expertise in der Klimaforschung sowie die enge Zusammenarbeit von Natur- und Geisteswissenschaftlern zeichnen den Exzellenzcluster aus. Als international renommiertes Zentrum für Klimaforschung stellt er zuverlässige Analysen für Politik und Gesellschaft bereit und findet Antworten auf wichtige Fragen der heutigen Zeit.